Konnichiwa, Bitches! Willkommen zurück auf Deponia! Noch. Denn wir gehen jetzt Gülchen holen, damit wir hier mit Cletus und Kohl dann hier rein und dann pfiu, da oben hin. Ne? Logisch. Also auf geht's. Ja, komm, schneller. Ich bin so ungeduldig. Will hier weg. Scheiß Drecksloch. Juti. Dann gehen wir. Ach. An dem kommen wir ja nicht vorbei. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Wie kommen wir denn an dem vorbei? Kann ich einfach mal laufen? Bleibt der Automat? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Vielleicht. Wir haben doch unsere Zwille. Hier. Können wir damit die Lampe kaputt schießen? Jawoll. Alle Mann auf Gefechtsstation! Huch. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Na gut. Können wir jetzt da vorbei? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Immer noch. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Ha. Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund oder der von Goals Verlobtem. Ha. Können wir... Moment mal. Kann ich vielleicht... Jetzt? Ja. Und damit kann ich mir doch das Ding jetzt angeln, oder nicht? Ja. Voll gut. Okay, kann ich damit noch was? Nee. Aber... Mit der Flagge, die ist ja weiß, ne? Können wir daraus irgendwie so ein Cletus-Kostüm bauen? Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Der hat einen Fehlt Umhang? Nur noch die schleimige Frisur. Die schleimige Den Mob vielleicht? Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Das Öl in den Haaren. Das Öl in den Haaren. Natürlich. Wobei, kriegst du den da rein? That's what she said. Den Mob ins Öl. Öliger Mob. Hehe. Das sieht Cletus Frisur zum Verwechseln ähnlich. Bah! Das tust du dir so bitte nicht auf den Kopf. Das wird okay, noch cooler doch. Als meine alte Lampenschirmnummer. Wie ging die alte Lampenschirmnummer? Kannst du das jetzt anziehen? Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Ach so. Ja, Dunkelheit haben wir ja hier. Dann zieh's halt hier ein. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Okay, jetzt kannst du hier vorbei. Ach, du Schatten des. Halt! Wer da? Ja, ich. Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hololo. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Scheiße. Ja, Mist. Muss ich jetzt hoch und mir die Datasette holen von dem Kerl. Oh. Dieses Gerenne immer.
Hoffentlich gibt er mir die auch. Das wäre sonst echt blöd. Kletus! Mach dich nützlich. Schleimiger Schleimbatzen. Njam, njam, njam. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Oh, ja, aber ich brauche die. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Na, hör mal. Da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Dann vielleicht einen Türstopper. Okay, der war nicht schlecht. Genau. Denn es war ein Witz. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Oh Mann. Gol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ist das Implantat Arschloch. Noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Arschloch. Ohne Gols Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Juhu. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und ja. Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Absolut, das ist Liebe. Okay. Dann jetzt mit Kostüm. Beziehungsweise Verkleidung. Und mit Datasette. So, zack. Genial. Yep. Und auf geht's. Ja, 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 ja. Mach schneller. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Sonst findet der Organon noch das Göhlchen und nimmt sie mit. Halt! Wer... Ja, 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 ja. Und? Was ah, und? Alles juckt. Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Okay. Gut, dann liegt's halt jetzt da. Wir können doch jetzt nicht... Das können wir doch nicht machen. Geh mal hoch. Geh mal rüber. Zurück in den Candy Shop. Goal? Ich hab's doch schon geahnt. Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Ich hab's doch gesagt. Was war denn hier los? Verschwindet. Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das wäre extrem das blöd. Hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Spuren? Oh.
Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Moment. Wie? Mach den Stecker raus. Oder kann ich das vielleicht mit der Taschenlampe? Ja. Aha. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Dann hinterher. Hätte Schmoy gesagt. So, jetzt haben wir hier... Müssen wir hier vielleicht mal weiterverfolgen? Ui. Okay. Runter. Und bestimmt dann da drüben rein, ne? Yep. Oh, wie cool das ist. Okay. Dann gehen wir zum Turm. Oh Gott, was kommt jetzt? Hier ist nichts. Das ist komisch. Blink. Oh. Wie sollen wir denn da hinkommen? Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Ja, ich seh's. Ich will das Schnabeltier haben. Huch. Das war ja einfach. Hinter den Turm. Jetzt doch nicht wirklich da rein, oder? Guck mal, das geht hier. Mach's auf. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Doch. Können wir es vielleicht aufhebeln? Yes! Wahnsinn. Ui. Huch. Oh, hi. Ah, guck mal. Boah, ein echter Wal. Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Das ist ein Avialflansch. Okay, haben wir denn hier, was ist denn das? Müllberg. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Nee. Das muss anders gehen. Oh Gott. Rufus ist halt voll... Ich. Der Hammer. Was? Aufräumen? Nein, das muss anders gehen. Oh, Nadelhaufen. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Ich will das gar nicht wissen. Oh Gott, tja, Rufus. Freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha. Die hier hat Respekt vor mir. Ah. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Naja, du jetzt. Was mache ich mit dem Strohhalm? Aber der Wal hatte doch Hunger. Wenn der Wal Hunger hat, dann können wir doch mal gucken, ob wir dem so eine Sardelle bringen können. Ist das jetzt Sardelle oder Sardine? Was ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Schreibt's in die Kommentare. Hier, Sardellenautomat. Oh, dieses Geräusch! Einmal den Fisch des Tages... Ja. Ich hätte vielleicht den Tag dazu... Ja, gut. Dann haben wir jetzt noch mal eine Sardelle am Spieß. Und ich will mir noch mal einen Kaugummi holen. Einfach nur so, damit ich ihn hab. Ist wohl nichts mehr drin. Och nein, das ist schade. Na gut, dann gehen wir halt so. Oh, dieses Geräusch. Endlich ist es weg. Runter. Zum Turm. Und hinter den Turm.
Und ab in das Rohr. Was ist denn eigentlich hier? Kann ich die Sardelle an den Haken tun? Komm, Fischi, Fischi. Kriegt er dann Hunger und macht's kaputt? Er sieht sie anscheinend gar nicht. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Ja, aber wenn ich es jetzt esse, dann habe ich ja wieder nur so einen Spieß. Das ist blöd. Was mache ich denn jetzt? Komm, Fischi, Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Ich muss also irgendwas an diesen Haken kriegen. Keine Chance. Ich werde bis zu... Vielleicht will der lieber Calzone. Wir haben ja noch Calzone-Zuckerwatte. Probieren wir es doch mal damit, oder? Weil das ist die einzige Idee, die ich gerade habe. Deswegen... kann ich nur dieser einen nachgehen. Essen wir den blöden Fisch halt selber. Nochmal jetzt den steht Nebel, er bitte. Ja. Das ist gut. Ich hätte tatsächlich... Ist komisch. Mein Unterbewusstsein, da ist doch was faul. Verdammt, er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Okay, können wir dann vielleicht mit dem Strohhalm da drin? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mann. Hebel nochmal. Stell das doch nochmal auf Phosphor. Jetzt steht er auch. Ja, ich weiß. Können wir jetzt vielleicht die Sardelle... Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Okay, also auch nicht. Naja, und diese Hebel waren scheinbar dazu da, irgendwie einen zu irritieren, ne? Dass man das so... man hier dran verzweifelt, um diese Maschine zum Laufen zu kriegen und dann guckt man dahinter und sieht den Stecker. Leider habe ich zuerst dahinter geguckt. Naja. Haben wir denn hier noch irgendwas? Gibt es hier noch irgendwas? Mal kurz die Schummeltaste. Zuckerwattemaschine. Hebel, Stecker. Lampe. Phosphor. Nö, also hier ist nichts mehr. Hier haben wir nur den Torbogen. Mosaikscheibe. Ja, was heißt denn ich? Können wir vielleicht, weil das ja auch so leuchtet, können wir die Sardelle vielleicht in die Tonne tunken und dann leuchtet die auch? Funktioniert rein das mit so euch. Vielleicht? Haha. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hä? Ach so, es geht nicht. Warum nicht? Das ist jetzt aber blöd. Kannst du vielleicht das trinken? Genial! Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Okay. Ich habe mal den hier noch so. Wie komme ich denn da oben ran? Es sind so viele. Ich komme ja nirgendwo ran. Ich spare mir... Ja, ich komme hier nirgendwo ran. Ich spare... Seht ihr? Ich spare... Hier sind lauter Sachen. Huch! Jetzt geht er darüber und sagt, er kommt nicht ran, oder? Ich spare... Yep. Ich spare... Yep. Ich spare... Yep. Kann ich den vielleicht in den Tümpel halten? Geh halt nochmal ganz außen. Meine Güte. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Tja, ne? Vielleicht mal anleuchten? Das strahlt schon genug. Das strahlt... Ja, Leute, dann weiß ich auch nicht. Was aber gar nichts macht, weil in ein paar Sekunden ist sowieso der Part vorbei. Ich glaube, ich probiere jetzt mal ein bisschen rum.
bis ich das rausgefunden habe. Und dann lade ich wieder den Stand. Also ich werde jetzt speichern und dann werde ich rumprobieren und dann werde ich den Speicherstand wieder laden. Und dann mache ich die Aufnahme wieder an, um euch zu zeigen, was ich rausgefunden habe. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback etc. Ihr wisst schon, ne? Ihr könnt auch immer noch hier an den Seiten klicken. Ist ja alles mittlerweile schon alter Käse. Was? Ist ja auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Deponia. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis dann. Wir singen. Ich finde die Taste nicht. Da ist sie. Oh.